So Leute, befinde mich immer noch hier im schönen, ruhigen Allgäu. Wir haben es jetzt kurz vor 20 Uhr am Abend. Wenn ich mich umschaue, sehe ich hier Schafe, Pferde zu meiner Linken. Da gibt es auch schön im Hintergrund. Ja, Pferde, Schafe. Mal eine kleine Abwechslung zu dem Stuttgarter Stadtleben. Und zwar begebe ich mich jetzt mal kurz auf eine kleine Laufrunde hier. Und werde das alles immer mit ein paar kurzen Schnelligkeitssprints kombinieren. Lauf mich also erstmal ordentlich ein. Mache ein bisschen Lauf-ABC. Danach kommen, ja, je nachdem, wie viel ich halt hinkriege, so 8 bis 10 Sprints, so um die 50 Meter. Wieder mit maximaler Frequenz, kurze, schnelle Schritte, dass die Muskulatur lernt, schnell zu kontrahieren. Die Absicht, die dahinter steckt, ist die gleiche wie im Wassertraining jetzt. Wir haben also hier ein Joggen im lockeren Tempo mit Schnelligkeitsimpulsen. Also allgemein ist das ein Grundlagentraining und das kann ich natürlich auch zum Wassertraining an Land zusätzlich noch intensivieren oder eben ein bisschen variieren. So, ich laufe mich jetzt ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mich jetzt gut warm gemacht. Wirklich ganz wichtig. Wenn wir jetzt sowas hier, sowas Intensives an Land machen, mit so schnell, mit so hochfrequentiellen Angelegenheiten, macht euch gut warm. Schwimmer sind ja immer so Gelenkspezialisten. Wir sind ja immer ein bisschen hypermobil, was so die Schulter und das Sprunggelenk angeht. Also zumindest geht es mir so, ich knicke relativ häufig um, aber es passiert nie was, weil eben meine Bänder so ausgelutscht sind. Deshalb schaut da echt, dass die Muskulatur um das Sprunggelenk eben da gut warm ist, dass ihr ein bisschen Spannung, ein bisschen Zug auf das Gelenk bekommt, weil wenn wir jetzt gleich aus einer Startposition unsere Kurzsprints machen, dann kommt da eben eine hohe Belastung, eine hohe Kraft auf das Gelenk, die auf das Gelenk einwirkt. Und wir machen das, also ich mache mir jetzt gleich so meine Markierung, so Pi mal Daumen 50 Meter, dass wir so ungefähr, was weiß ich, 6 bis 8 Sekunden Belastung haben. Danach habe ich hier so eine kleine Runde mit, die 300-400 Meter hat, wo ich locker zurücklaufe, dass mein Puls wieder als aktive Regeneration herunterkommt. Wir machen das Ganze auf ein akustisches Signal, das entweder eine außenstehende Person oder einen Trainingspartner gibt, weil wir ja im Schwimmen auch auf ein akustisches Signal reagieren müssen. Ja, ich fange jetzt gleich mal an und zeige euch mal einmal, wie das wahrscheinlich relativ beschissen gleich aussehen wird, weil ich sowas auch nicht oft mache. Aber wie gesagt, es geht auch nicht um die Technik hier, um das Aussehen, sondern nur um die Arbeit, die in der Muskulatur eben verrichtet wird. Bis gleich. Ich habe mir jetzt da hinten, naja, da eine Jacke hingelegt als Markierung. Also wie gesagt, sind ungefähr, ja, so abgeschätzt zwischen 30 und 40 Meter, also doch 50 ist da ein bisschen zu lang. Also so sollte so 6, 7 Sekunden dauern vielleicht der Sprint. Danach laufen wir da einmal im Kreis rum, kommen dann immer wieder hierher, warten, bis der Puls ungefähr so um die 100 Schläge legt und dann geht es wieder weiter. Wir haben unsere Ausgangsposition parallel zu der Kameraposition und fangen jetzt einfach mal an. So, Runde 1 wäre geschafft. Wir haben jetzt ungefähr für die Runde inklusive Sprint knappe 3 Minuten gebraucht. Also machen wir die Sprints immer so auf 3 Minuten. Wenn man natürlich dazwischen locker läuft, wenn man Pause macht. Aber was macht der Kollege da jetzt hinten? Will unsere Jacke klauen? Ja, nicht so schlimm. Nochmal einen kleinen Tipp für euch. Wirklich, das ist eine Ganzkörperbewegung wie beim Schwimmen. Wenn das linke Bein vorgeht, geht der rechte Arm aktiv vor. Aktive Kontraktion hier, das geht auch wirklich Schulter, Arm, Brust rein. Ihr seht die 100 Meter Sprinter, was das für Muskelpakete sind. Probiert das mal aus, aber bitte verletzt euch nicht. Und ich hoffe, es bringt euch weiter, denn es ist richtig hart. Ich mache jetzt noch meine Serie fertig und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.